Schnitzlige Grüße. An all diejenigen, die mich nicht erkennen, hier ist Emily. Heute sogar mal mit offenen Haaren. Nun starten wir mit einem neuen schnitzligen Abenteuer. Diesmal sogar auf YouTube. Bei Clarification geben absolute Spitzengoalballer und Robin ihre Meinung ab. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Rückrunde der Goalball-Bundesliga und ich geleite euch charmant und schnitzlich durch das Video. Quiet, please, play. Und nun zu unseren hochangenehmen Gästen. Ja, hallo, mein Name ist Leonard Hiede, ich bin Spieler vom RGC Hansa und aktuell noch Co-Trainer in der Hellen-Nationalmannschaft. Moin, ich bin Nico, 17 Jahre alt und gehe seit 4 Jahren für KW an den Start. Hallo, mein Name ist Michael Dennis, 29 Jahre alt aus Berlin. Hallo, mein Name ist Robin Peter, ich bin 21 Jahre alt und spiele jetzt seit 5 Jahren für den SSV BS Königs Wusterhausen. Achso, und ich bin auch beim GT Schnitzel-Team natürlich dabei und ich habe das wunderbare Analyseprogramm geschrieben. Hi, ich bin Roman, 25 Jahre alt und Spieler der SSG Blister Marburg. Moin, ich bin Philipp Tauscher, Nationalspieler, Spieler des SSV BS Königs Wusterhausen und gehöre ebenfalls dem Team Schnitzel an. Ja, hallo, hier ist der Max von Elisport aus Leipzig und wir kommen heute mal zu einer kleinen Einschätzung von mir zur Goalball-Bundesliga-Rückrunde. Wer wird Deutscher Meister 2022? Tja, das wird ein echtes Spektakel, Chemnitz oder Rostock. Ich glaube, in der Breite und mit der Erfahrung müsste es Chemnitz eigentlich machen, aber wir als Rostocker werden natürlich versuchen, die Chemnitzer zu stoppen. Ich denke, dass Chemnitz deutscher Meister werden wird, obwohl sie gegen Rostock in der Hinrunde verloren haben, denke ich, dass sie dann den deutschen Meister aber in der Rückrunde klar machen werden. Ich persönlich denke, dass das der Chemnitzer BC wird. Zwar haben sie das Spiel gegen den RGC Hansa verloren, aber für mein persönliches Empfinden war da gerade auf der taktischen Ebene noch viel Luft nach oben und grundsätzlich sehe ich den Kader der Chemnitzer etwas besser besetzt als dem des RGCs. Wer wird deutscher Meister? Ich denke, dass sich Chemnitz dieses Jahr wieder den Titel holen wird. Der Kader ist extrem stark und ich finde es auch sehr beeindruckend, dass sie, egal wen sie auf Center tun, da Martin Burkhardt ja nicht da ist, dass sie trotzdem eine erstaunlich solide Leistung erbringen. Ich meine, der K.O.-Sieg gegen Nürnberg zum Beispiel. Also ich denke, dass auch wenn sie das letzte Mal gegen Rostock verloren haben, auf jeden Fall die Qualität haben, den Titel wieder zu holen. Da sind auf jeden Fall noch einige taktische Möglichkeiten drin, wie sie Rostock besiegen können. Ich glaube, deutscher Meister wird der RGC wieder, weil sie den Finalspieltag wieder ausrichten werden. Und mit den Fans, hat man schon bei der Hinrunde gesehen, war das insgesamt wirklich sehr überzeugend. Und ich glaube, dass sie das machen werden. Zumal bei den Chemnitzern ist der Fokus auch mehr auf die Champions League gelegt, wie man in Interviews erfahren hat. Deswegen denke ich, dass es der RGC wird. Mit dem Sieg gegen Chemnitz haben es die Rostocker nochmal spannend gemacht im Kampf um die Meisterschaft. Allerdings gehe ich davon aus, dass Chemnitz sich das nicht nehmen lässt, das letzte Spiel gegen Rostock gewinnt und damit deutscher Meister 2022 wird. Ja, es ist ja sehr spannend da oben um die deutsche Meisterschaft. Aber ich denke, am Ende wird es Chemnitz machen. Ich denke, es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel zwischen Chemnitz und Rostock. Aber im Endeffekt wird Chemnitz deutscher Meister 2022. Wer steigt diese Saison ab? Absteigen, glaube ich, wird die SGV Dresden. Ich glaube, Königs Wusterhausen hat die letzten Wochen wirklich gute Fortschritte gemacht. Und deswegen glaube ich, dass die SGV Dresden absteigt. Der Absteiger, denke ich, wird Dresden werden, da sie sich mit einer knappen Niederlage gegen KW nicht durchsetzen werden können. Das ist eine spannende Frage, da tippe ich auf Dresden oder Königs Wusterhausen. Ich glaube, das wird am Ende wieder eine ganz knappe Kiste, vielleicht auch wieder nur durch die Tordifferenz entschieden. Ich bin der Meinung, dass KW es schaffen kann, Dresden in der Rückrunde zu schlagen. Natürlich auch, weil ich Teil des Teams bin, aber ich denke, dass Dresden nach jahrelangem Klassenerhaltskampf dieses Jahr den Kürzeren ziehen wird und in die zweite Liga absteigen wird. Schwierige Frage, finde ich. Ich glaube tatsächlich, dass es am Ende Königs Wusterhausen treffen wird, weil die Dresdner, die haben Erfahrung im Abstiegskampf und die wuseln sich da dann immer wieder raus. Deswegen glaube ich, dass es leider Königs Wusterhausen trifft. Am Ende wird es mal wieder ein sächsisches Team treffen.
Ich denke, die SGV aus Dresden muss runtergehen. Absteigen wird leider Dresden, weil ich einfach denke, dass KW und Nürnberg den einen oder anderen Punkt mehr holen werden in der Rückrunde. Und somit wird Dresden leider in die zweite Liga absteigen. Wer wird Torschützenkönig der Bundesliga? Mein Name ist Reno Thiele. Der Torschützenkönig dieser Saison wird Thomas Steiger von Nürnberg werden. Denke ich, da man das schon am zweiten Spieltag gesehen hat, dass der Typ einfach heftig ist und alles zerbomben wird. Und das, denke ich, wird auch in der Rückrunde passieren. Das ist, glaube ich, ein Dreikampf aus meiner Sicht zwischen Nils Emich, John Turloff und Olli Hörauf. Ich glaube, die drei werden das unter sich ausmachen, aber das ist sehr eng beieinander. Deswegen habe ich da jetzt keine große Präferenz. Ich denke, dass Thomas Steiger extrem gute Chancen hat, sich diesen Titel zu holen. Er hatte ja in der Hinrunde die mit Abstand, es waren 2% vor Felix Rogge. Er hatte auf jeden Fall eine extrem hohe Torquote und wenn er jetzt noch im dritten Spieltag aufdrehen wird, da wird er auf jeden Fall extrem loslegen können und da denke ich, dass er das dann für sich entscheiden kann. Wir geben natürlich als SSG alles dafür, dass am Ende beide Torschützenkönige, also sowohl der Frauen als auch der Männer, das SSG-Trikot anhaben. Nils hat ja schon einen super Start jetzt hingelegt in der Hinrunde und wir werden als Mannschaft natürlich alles dafür geben, dass er seine Torquote weiterhält und sogar noch ausbaut. Aber auch Anni, die es heißt, die hat richtig Lust auf die Rückrunde und auch da wollen wir alles dafür tun, dass sie Torschützenkönigin bei den Damen wird. Torschützenkönig wird einer, der bei GC Schnitzel schon in einigen Videos vorgekommen ist. John Turloff vom RGC. Torschützenkönig wird, denke ich, Olli Hörauf von Chemnitz. Auch wenn er gerade mit 4 Toren hinter John Turloff vom RGC liegt, aber ich denke, Olli hat einfach die Qualität, noch die Tore zu schießen, sodass er Torschützenkönig wird. Was wäre für dich die Überraschung der Rückrunde? Ich könnte mir vorstellen, dass Marburg vielleicht ein bisschen noch für Furore sorgt und am Ende vielleicht sogar mit einer Bronzemedaille aus der Bundesliga-Saison rausgeht. Ich glaube, das wird ein bisschen davon abhängen, ob irgendwer wo wieder krankheitsbedingt ausfällt, wie bei den Nürnbergern am ersten Spieltag passiert, wo die Marburger profitiert haben und gerade für mich so ein bisschen anhand der Tabelle die Überraschungsmannschaft sind. Aber das müssen sie erst bestätigen und dann schauen wir mal weiter. Überraschung der Rückrunde wäre für mich, dass Philipp Tauscher seine 25 Tore voll macht. Also ich meine, es wird KW auch helfen, sagen wir es mal so. Von daher hoffe ich das natürlich sehr, aber es wäre auch eine sehr große Überraschung für mich. Tauschi, du weißt Bescheid, 22 Tore ist ja nichts, ne? In 5 Spielen, also das kriegst du ja wohin, oder? Die Überraschung der Grunde finde ich auch schwer. Ich sage einfach mal, das werden auch wir als Mannschaft sein am Ende, weil wir aktuell auf dem Medaillenplatz sind. Natürlich durch Nürnberg hatten wir ein Spiel, da waren die nicht in Top-Besetzung da. Aber wir wollen das unbedingt auch halten, diesen Medaillenplatz, den wir aktuell innehaben. Und wenn uns das gelingt, glaube ich nicht, dass damit viele gerechnet hätten. Und deswegen sage ich, die Überraschung der Saison werden wir, die SSG. Nico Rother kann bei beiden Spieltagen zur Rückrunde dabei sein und beschert damit KW 6 Punkte. Ja, meiner Meinung nach wird KW eine kleine Überraschung der Rückrunde, weil ich einfach denke, dass sie den einen oder anderen Punkt noch holen, beziehungsweise den einen oder anderen Sieg noch holen werden und somit in der ersten Bundesliga verbleiben. Ja, meiner Ansicht nach wird es auch ein spannendes Duell um Platz 3 geben zwischen Nürnberg und Marburg. Die beiden werden sich wohl um Platz 3 streiten und somit hoffe ich auf spannende Spiele und viele Tore. Und was wäre der Flop? Und deswegen glaube ich, dass die SGV Dresden absteigt und daher auch der Flop der Rückrunde wird. Der Flop und die Überraschung der Rückrunde, denke ich, gehören zusammen, weil ich denke, dass ein Top-Team gegen eine etwas schwächere Mannschaft, denke ich, patzen wird und damit sehr wichtige Punkte liegen lassen wird. Flop der Rückrunde, weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht Robin Peter? Vielleicht lernt er auch mal wieder das Werfen und kann die KW auch offensiv etwas beleben? Schwierig zu beantworten, da Michael Dennis ja nicht mehr dabei ist. Der ist ja zu Recht in der zweiten Liga.
Aber ich denke, dass das ein Flop für mich wäre, wenn Nürnberg es nicht schafft, einen Medaillenplatz zu ergattern. Auch wenn sie jetzt noch 6 Punkte Rückstand hinter Marburg haben, denke ich, dass sie das trotzdem holen sollten. Also das fände ich schon ein bisschen traurig. Ja, ich habe ja schon gesagt, dem RGC traue ich den Meistertitel zu. Und Chemnitz hat mit Olli und Felix zwei absolut starke Spieler in ihren Reihen. Weswegen ja, man es durchaus als Flop sehen kann, wenn sie am Ende den Titel nicht holen. Die haben ja auch so gewisse Impfproblematiken im Verein und den Fokus kann man natürlich auf die Champions League legen, aber trotzdem sollte ein Meisterschaftstitel drin sein und wenn sie den am Ende nicht holen, so wie ich das jetzt prognostiziert habe, glaube ich, dass es am Ende nicht klappt. Ich glaube, dass die SSG Marburg nicht an ihre Erfolge aus der Hinrunde anknüpfen können und meine Prognose ist, dass sie jetzt zur Rückrunde nur einen Sieg einfahren werden. Schnelle Sport aus Leipzig. Was sind deine persönlichen Ziele bzw. die deines Vereins? Unser Ziel vom RGC ist ja vielleicht gar nicht so unbedingt sportlich. Wir wollen möglichst viele Menschen in unserer Heimatstadt für uns, für den Verein und für den Sport begeistern. Und das können wir natürlich am besten, wenn wir erfolgreich sind. Das sind wir aktuell und da oben, wo wir jetzt stehen, in der Region, da wollen wir natürlich auch bleiben. Ja, für unseren Verein, denke ich, für KW, geht es darum, nicht in die zweite Liga wieder abzusteigen. Und das ist auch mein persönliches Ziel. Ziel unseres Vereins, also mit den Füchsen Berlin, wollen wir zur neuen Saison in die erste Liga aufsteigen. Meine persönlichen Ziele sind ähnlich wie die des Vereins, der Klassenerhalt. Das fände ich extrem stark, wenn wir das holen können, als eine der jüngsten Mannschaften, gerade in der Bundesliga, wenn wir uns gegen die alteingesessenen Dresdner durchsetzen können. Mein persönliches Ziel ist, mich weiter zu stabilisieren, einen Rückhalt für die Mannschaft darstellen zu können, meine Offensive zu stärken, aber vor allem meine Defensive. Du brauchst keine gute Offensive, wenn du in der Defensive total einbrichst, dann hilfst du dem Team halt auch nicht. Und das ist absolut meine größte Baustelle. Und da will ich einfach dran weiterarbeiten und mich weiterentwickeln. Ja, unser Ziel ist es natürlich, eine Medaille zu kriegen am Ende. Ob es uns gelingt, müssen wir mal schauen. Aber ja, wir werden dafür alles geben, auch wenn es schwer ist. Und ansonsten werden wir natürlich auch alles geben, dass Anni und Nils am Ende die Kanone in ihren Händen halten. Und ich persönlich, ja, würde mich freuen, wenn ich meine Leistung ein bisschen stabilisieren kann. Das war so ein bisschen durchwachsen. Und hoffe, dass uns das als Mannschaft alles zusammen gelingt. Das Ziel vom SSV BS Königs Wusterhausen ist natürlich der Verbleib in der ersten Liga. Wir werden einige verschiedene Sachen jetzt auch schon in Nürnberg testen, um diese dann bis Rostock zu perfektionieren. Mal sehen, wer von unseren Ideen verwirrter ist. Wir selbst oder der Gegner? Seid gespannt. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir in Ilvesheim aufsteigen in die Goldberg-Bundesliga. Ich hoffe auch, dass wir beim Ligapokal jetzt in Hamburg in 3 Wochen ein Wörtchen mitreden können, vielleicht den einen oder anderen Punkt holen können. Aber der Fokus liegt auf dem Wiederaufstieg in die Goldberg-Bundesliga und da dann wieder anzugreifen und vielleicht nicht abzusteigen. Game. Liked gerne das Video, wenn euch das Format gefällt. Und schreibt gerne eure Vermutungen für die Rückrunde in die Kommentare. Ansonsten, tschüss.